Los. Dann lass ihn am besten die Schulden, dann schenkt er dir ein seltenes Schwert, okay? Dann werde ich mal probieren. Es wird bei seinem Geschäft sein. Ah, da ist er. Cassandra, schön dich zu sehen. Heranik waren auf! Hallo, Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Marcos, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Ah, aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Marcos, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Das Doppelte? Das ist Wucher. Das habe ich Marcos auch gesagt. Du kennst ihn, er ist etwas extrem. Bezahl ihn und dann ist alles vorbei. Sag Marcos, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Marcos dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Wenn du jemanden tötest, kommen die Kopfgeldjäger. Ja, ich weiß. Damit hast du recht. Vergiss die Drachmen. Marcos und ich müssen reden. Du lässt mich gehen? Dann nimm wenigstens dieses Schwert. Nichts Besonderes, aber besser als das rostige Ding, das du da hast. Das wird mir gegen den Zyklopen helfen. Treib Marcos die Flausen aus, sonst seid ihr beide tot. So. Okay, kann ich aber noch nicht benutzen, das Schwert. Noch bekommen. Ah, die Axt. Erstmal wegmachen, so. Und kehre zu Marcos zurück. Danke. So, ich muss erstmal gucken, wie ich ihn mal hier rauskomme. Entschuldigung. Thank you.
Oh, das ist ja auch noch eine Quest, die ich holen kann. Ja, das ist ja auch schon. Der ist ja hier. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis dich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es dann nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deiner Söldnerin verstecken, Markus. Er bringt dich, die Kriegerin und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Cassandra, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Doris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Der Falenia ist ja nur das Tutorial. Ja, ja, ich weiß. Ich hatte das Spiel schon mal etwas weiter gespielt, aber bin irgendwann komplett rausgekommen und habe mich jetzt entschieden, ich fange nochmal von vorne an. Aber es ist schon so lange her, dass ich teilweise die Steuerung nicht mehr weiß. Ich muss halt nochmal ein bisschen reinkommen. So. Was bleibt uns sonst übrig? Wir brauchen einen Plan. Plan kann ich am besten. Deine üblichen Tricks werden dafür nicht ausreichen. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalenia in deine Hände gelegt. Alexios! Alexios! Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Kefalenia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zur Söldnerin mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles nehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm beschützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja?
Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meine Freundin Cassandra in die Einzelheiten eingeweiht. Sie hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Du kennst mich. Ich bin immer vorbereitet. Was habe ich gesagt? Sie wird jeden Stein umdrehen. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Cassandra, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Eine prächtige Idee. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Sie scheinen sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wie bist du? Etwa Markus? Du solltest diesen Kleinkram hier aufheben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalenia. Dieser Random. Gib ihn mir. Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Okay, Alter, L2 gedrückt, um zu zielen. L2 für einen Reflexschuss. Halten für einen aufgeladenen Schuss. Ja. Stufe 2. Ein Fertigkeitspunkt. Was wollen wir uns denn am besten als erstes? Fernkampf, sechster Sinn, Jägerfähigkeit. Halte L2 gedrückt, um auf das Ziel zu zielen. Die Zeit verlangsamt sich für bis zu 5 Sekunden, wenn du von Gegnern gesehen wirst. Gezielte Pfeile erfassen den Oberkörper des Gegners und richten 150% Jägerschaden an. Verschießt 3 Pfeile gleichzeitig, die jeweils 100% Jägerschaden anrichten. Der Raubtierschuss, zoome, um einen Pfeil zu verschießen, der 430% Jägerschaden anrichtet und 25% weiter fliegt. Halte R2 gedrückt, um den Pfeil in der Luft zu steuern, statt ihn aufzuladen. Weise diese Fähigkeit zu überrennen. Renne schnell durch Gegner hindurch, wirf sie um, richte 250% Kriegerschaden. Spürt ja ein Dritter, ein legendärer Dritter, das Ziel zurückstößt und 160% Kriegerschaden anrichtet. Das Ziel wird nicht getötet und kann im Anschluss angeheuert werden. Aufgeladener schwerer Angriff, bündle deine inneren Kräfte, um einen mächtigen Angriff zu entfesseln, der von verwendeten Waffentyp abhängt. Stößt Gegner zurück und durchbricht ihre Deckung. Schattenattentat. Drücke Dreieck, um ein Attentat auszuüben. Drücke L3 für einen Niederschlag. Der Schaden durch Attentat und Niederschläge wird um 20% erhöht. Gegner werden nach einem Attentat automatisch geplündert. Vergiftete Angriffe für 15 Sekunden richten Nahkampfwaffen und Standardpfeile Giftschaden an. Wenn die Giftanzeige deiner Gegner voll ist, werden sie vergiftet. Die Vergiftung verursacht eine Zeit lang Schaden und schwächt Rüstungs- und Schadenswerte des Gegners.
und Offenbarung. Beschwöre Athenas Weitsicht, um alle Geheimnisse zu offenbaren, inklusive Truhen und Geheimgänge in einem Radius von 15 Metern. Alle Gegner in deiner Nähe werden erfasst. Das würde ich als erstes wollen. Da findet man ja immer die ganzen Schätze und so weiter. Moment, ich habe hier nach da oben vergessen, Inventar und ich kann mir jetzt das neue Schwert noch holen. Den Bogen habe ich jetzt. So. Und das zweite Schwert. Rüstungsmäßig sieht es noch nicht so gut aus. Quests. Ich und mein Holz. Typisch Markus, er hatte Drusilla versprochen, ihr Banditenproblem zu lösen und sein Versprechen nicht gehalten, aber er bot bereitwillig Cassandras Hilfe an, um Drusillas Holz zurückzuholen. Eine offene Schuld. Odyssey Kapitel, Auge um Auge, Odyssey Quest. Um seine Schulden zu bezahlen, hatte Markus wieder einen seiner berühmten Pläne geschmiedet. Der schwor Cassandra, dass all ihre Probleme gelöst werden, wenn sie das Obsidian-Auge des Zyklopen stiehlt. Sprich mit Markus. Neues Ziel. Befolgen wir das mal. Hier können wir auch mal reden. Mächtiger Kephalos, ich flehe dich an. Schicke uns einen Kämpfer. Jemanden, der deines Speeres würdig ist. Hilf deiner Priesterin in der Stunde der Not. Ich bin die Einzige hier, aber vielleicht kann ich helfen. Oh, Cassandra, du hast mich erschreckt. Warum bittest du um einen Kämpfer? Ich brauche jemanden, der würdig ist, den Speer des Kephalos zu gewinnen. Ich habe einige Inschriften im Heiligtum entziffert. Sie sagen, der Speer wurde in den Höhlen unter Kephalenia versteckt, als der Tempel errichtet wurde. Du könntest ihn mir holen, oder? Ich kann dich auch bezahlen. Wenn der Speer in den Höhlen ist, finde ich ihn. Nun, vielleicht wurdest du doch von Kephalos geschickt. Kephalos hatte einen Speer? Cassandra, du hast diese Geschichte bestimmt als Kind gehört. Ich hatte nie viel Zeit für Geschichten. Nun, wahrscheinlich nicht. Du weißt, dass Kephalos Kephalenia gegründet hat und Odysseus Vorfahr war. Sein Speer war ein Geschenk der Götter. Er hat angeblich nie sein Ziel verfehlt. Er tötete seine Frau damit und versteckte ihn in den Höhlen. Er warf einen Speer, der nie verfehlt, auf seine Frau? Er war jagen und hörte etwas im Unterholz. Er dachte, es wäre ein Hirsch. Traurige Geschichte. Das klingt gefährlich. Nur, wenn man ihn auf jemanden wirft. Wozu brauchst du einen Speer? Du willst doch nicht etwa Soldatin werden, oder? Natürlich nicht. Aber überleg nur, wie viele Menschen zum Schrein kämen, wenn wir den Speer des Kephalos hätten. Mit ihren Spenden könnte ich so viel Gutes tun. Das Heiligtum instand setzen, die Hungernden in Sami ernähren. Also, wo ist dieser Speer? Anscheinend wurde er tief in den Höhlen unter Kephalenia versteckt. Im Norden gibt es einen Eingang, vielleicht versuchst du es dort. Das ist nicht wirklich viel. Vertraust du den Göttern so wenig? Wenn Kephalos will, dass wir den Speer finden, dann findest du ihn. Okay. Ich sehe, was ich finden kann. Oh, danke. Ich bereite einen Platz für ihn im Heiligtum vor. Das ist das Ziel. Επικαλούμεσαι, μάκαρ, πολιό.
Ich müsste doch mal da oben den Aussichtspunkt holen. Jetzt auch als erstes. Jetzt mal da hochklettern. So. Zeus Blitz. Ich sollte da besser nicht drauf klettern. Synchronisieren. Wenn du einen Aussichtspunkt synchronisierst, kannst du per Schnellreise dorthin reisen. Blabla. Ja, klar. Und da sind die Heuhaufen wieder. So. Das Weingut war ja da vorne irgendwo. So. Wie lief es mit Marcos? Wie es immer läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Ich schulde ihm noch etwas. Von früher. Oh. Hast du dir Drachmen geliehen? Nicht diese Art Schuld. Nur wenige würden eine Ausreißerin aufnehmen, die sie beim Stehlen erwischt haben. Ich war noch ein Kind. Ah. Ich bin nur ein Kind und ich sorge ganz gut für mich selbst. Was willst du, Phoebe? Kennst du Kausos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin keine Göttin. Aber Ikaros ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Na schön. Ich sehe es mir an. Ja, die Quest mit der Seuche. Da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Der Zyklop ist wichtiger als die Bognerin. Wir müssen reden. Genau das habe ich auch gedacht. Hoffen wir, dass Drusilla Sinn für Humor hat.
Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun. Mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Schwere Entscheidung. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Marcos. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten. Sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein. Es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm. Bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Hoffentlich ist es was wert. Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kefalenia gehandelt wird? Ich habe noch nie welchen gesehen. Eben. Und es ist nicht nur Obsidian. Es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück. Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Oh je, oh je. Das wäre eigentlich gut dran. Was? Da. Ah, wir werden schon finden. Der Zyklop lebt auf Kefalenia. Sein Haus ist im Westen des verfluchten Pfads von Pale. Das Auge sollte im Versteck des Zyklopen sein.